So, ein wunderschön zu meinem, ja, ich weiß nicht, was mich geritten hat, Special. und zwar das gesamte Doom durchzuspielen. Ja, ich glaube, das war der größte Fehler, den ich hier machen konnte. Ich meine, ganz ehrlich, Level 1 bis 3, Episode 1 bis 3, kein Problem. Aber mich graust es gerade echt schon vor der Erweiterung Ultimate Doom und vor der Erweiterung Doom Sigil. Ich glaube, ich habe mir ein bisschen viel vorgenommen, weil das Problem ist, also, ne, wir haben die ganze Zeit mit Brutal Doom gespielt und man merkt da schon den Unterschied, wenn ich Brutal Doom gespielt habe und Doom for Doom. Ne? Da hat man schon gemerkt, scheiße, weil man sich jedes Mal umgewöhnen musste. Und jetzt, wo ich die letzte Zeit Brutal Doom gespielt habe, ich habe schon ewig kein Vanilla Doom mehr gespielt. Also, mit ewig meine ich jetzt ein paar Monate. Naja, nicht ganz. Aber also so aktiv Vanilla gespielt ist wirklich schon eine Weile her. Das heißt, ich werde mich erstmal komplett daran gewöhnen müssen. Wie gesagt, die ersten drei Episoden, die sind relativ leicht. Aber ich hoffe, dass mir die Zeit, die wir für die ersten drei Episoden brauchen, reichen, um mich wieder einzugewöhnen. Damit wir dann noch Episode 4 und 5 schaffen, weil ich würde gerne alles in Ultra Violence spielen. Es graust mir auch schon ein bisschen davor. Okay, erstes Session einrichten. Das heißt, wir machen Folgendes. Ich kopiere mein. Wo bin ich hier? Achso, ja. Meine Umgebung, die ich für Brutal Doom habe. Und erstelle daraus eine neue Umgebung für Vanilla. So, da haben wir das Ganze ein bisschen getrennt, ne? So, bitte mit Unterverzeichnissen kopieren. Dankeschön. Oh ja, ist eine ganze Menge Trash drin. Wir dürfen jetzt mal aufräumen. So, das heißt, genau das machen wir jetzt. Dann löschen wir jetzt aus der kopierten Umgebung die ganzen vorhandenen Safe Games. Die brauchen wir jetzt alle nicht mehr. Punkt Vanilla und dann einmal Punkt Config. Geht's da drum? Und dann gucken wir, was da drin ist. Ach, jetzt was, machen wir einfach alles. Punkt Z Doom Safe. Bumm. Achso. Ja, ich hätte. Normalerweise macht man das, ne, so hier. Habe ich jetzt vergessen, ne, von daher. Fuck off. So, das heißt, wir haben jetzt eine saubere neue Umgebung. Und die Umgebung können wir jetzt für Vanilla Doom einrichten. Das heißt, ich mache das mal so, dass ihr es auch seht, was ich hier gerade mache. Bumm. Eigentlich nicht viel, ne? Und zwar haben wir hier unsere Umgebung für Brutal Doom. Da löschen wir jetzt alles raus, was nichts mit Vanilla zu tun hat. Also quasi alles. Dann wollen wir ja nicht Doom 2 spielen, sondern erstmal Ultimate Doom. Und zwar später, denn deswegen füge ich das jetzt schon hinzu. Media. SDB1, meine Festplatte, dann mein P-Word-Ordner und da dann dieses wunderschöne Sigil-Wort. Und zwar die neuere Version. So, dann haben wir praktisch Ultimate Doom plus die, also ne, Doom plus Ultimate Doom ist ja Ultimate Doom, plus die Erweiterung Sigil. Das ganze Spiel war dann aber, wie gesagt, in meiner neuen Struktur, Vanilla. Und damit haben wir erstmal alles, was wir brauchen. Und die Einstellung, ne, jetzt sind wir hier in der neuen Umgebung drinne. Neue Umgebung, genau. Die auch schon angepasst ist. Also alles ist leer. Haben wir gerade alles gelöscht. Und die Umgebung werden wir jetzt ein bisschen anpassen. Und zwar werden wir Folgendes machen. Kompatibilität gehe ich auf Doom strikt. Dann gehen wir in Display Option. Nee. Gehen wir ins Video Mode. Ich weiß nicht, wollen wir mit Hardware-Beschleunigung spielen oder wollen wir lieber Doom Software-Renderer nehmen? Und die Sache ist, hier haben wir halt wieder, ne? Wäre dann halt das Problem, dass hier wieder alles so scharfkantig aussieht und
Das dürfte dann wieder die Videodatei mächtig hochhochen. Von daher, ich glaube mal, wir bleiben bei OpenGL, auch wenn Vanilla Doom sein soll. Einfach dem Video zuliebe. Bleiben wir mal so. Was wir aber machen, ist auf jeden Fall Mouse Setting. So, da deaktivieren wir jetzt den Mouse Lock. Jetzt haben wir praktisch wieder das Original, dass man nicht mal nach oben und unten gucken kann, sondern nur noch nach links und rechts. Und wenn man die Maus nach oben bewegt, man nach vorne läuft. Und wenn man die Maus nach unten bewegt, man nach hinten läuft. Wer sich immer gefragt hat, warum das so ist, es ist nicht, weil die damals Langeweile hatten, sondern damals gab es keinen Unterschied zwischen Maus und Joystick. Also diese Dinger, wo man Ebene hat, mit dem Knüppel oben drauf, den man auf den Tisch stellen konnte und dann, ne? Das, womit viele Jungs abends mit sich selber spielen. Ja. Und da ist es halt so, links und rechts ist rotieren und nach vorne und nach hinten ist halt laufen, ne? Damit man halt so richtig schön hier hantieren kann. Und genau daher kommt das mit diesen, ne? War halt damals so. Das wollen wir jetzt aber nicht haben, weil das mit der Maussteuerung echt scheiße ist. Das heißt, wir gehen bei der Maus und sagen den vertikalen Speed, also hier Forward, Backward, also nach vorne und nach hinten, setzen wir auf 0. So, damit haben wir praktisch nach vorne und hinten gar nichts mehr und nach links und rechts gucken. Und können immer noch hier so spielen. So, dadurch, dass Doom ein bisschen sehr dunkel ist, machen wir noch etwas. Und zwar stellen wir die Standard-Gamma-Wert oder den Standard-Gamma-Wert ein bisschen höher. So, 1,4 ist ein guter Wert. Genau, jetzt sehen wir auch ein bisschen was. Und dann spielen wir ein bisschen so hier, damit es schon Vanilla, ne? Perfekt. So. Und damit, denke ich, haben wir alles und dann können wir jetzt quasi direkt loslegen. Okay, also. Neu, genau, hier alle. Die ganzen 5 Episoden werden wir alle durchspielen. Und ich weiß nicht, ob das was wird. Es werden auf jeden Fall sehr lange Aufnahmen. Und ich weiß nicht, ob das Ganze was wird. Ultra Violence. Ja, ich gebe mir ein Backpack. Oder. Habe ich eigentlich immer gemacht. Wenn ich das jetzt nicht machen würde, dann würde ich mir selbst nicht mehr treu. Komm, mache ich. Ich meine, die ganzen Sachen, ich versuche es so schon schwer genug. Das heißt, ich gebe mir wieder am Anfang ein Backpack. Und ich werde es auch so machen, wie wir es letztes Mal gemacht hatten. Oh! Ach nein. Ja, ich meine, so geht's auch, aber ich habe das so, ich weiß nicht, ob das, ne, ich mache lieber immer so. Ist bei mir so eine Angewohnheit, ne, lieber so. Okay. Und, wie gesagt, heißt also, ich gebe jetzt am Anfang Backpack und wir werden es wieder so machen, dass ich die Episoden durchgehe. Das heißt also, wenn ich am Ende einer Episode bin, werde ich nicht die nächste Episode neu starten, sondern werde wieder hier mit diesem komischen Change Map, ne, Episode 2, Map 1, mich praktisch in die neue Episode beamen. Was praktisch einfach dafür sorgt, dass ich meine gesamte Munition und so behalte. Ja. Genau. Okay. Jetzt haben wir alles. Können wir also schon speichern. So. Dann geht's mal los. Und wie man schon sieht, ist alles ein bisschen anders, ne? Das, wie ich halt spiele, ist halt anders. Also, weil das Handling ist halt ganz anders. Vor allen Dingen aber auch, dass wie sich die Gegner verhalten, ist anders. Und ich kann nicht mal da unten und umgucken. Arschloch. Alter, echt ganz schön dunkel hier. Wow. Nein. Ich verschwende jetzt schon wieder Munition. Und ja, das mit der Steuerung, das war damals tatsächlich auch so möglich. Das heißt also mit der Maus, dass man das genauso einstellen konnte.
Und auch das mit dem Strafen war damals natürlich auch alles möglich. Weil genauso wie ich jetzt gerade spiele, spiele ich auch immer, wenn ich unter DOS spiele, mit Vanilla Doom. Ist also quasi alles komplett gerade legit. Das Einzige, was halt nicht legit ist, ist halt, dass wir halt mit OpenGL spielen. Wie gesagt, Software Rendering wäre mir persönlich lieber, das wäre dann so hier. Die Sache ist aber halt, das fügt halt die ganzen Kanten hier hinzu, was zwar schön aussieht, aber der Videocodex nicht so mag. Deswegen müssen wir leider hier ein bisschen mit Weichmacher spielen. Ist halt leider so. Gut. Alter, warum treffe ich ihn immer? Wie halt ihn aus? Ich hoffe mal, ihr seht alle was. Es ist tatsächlich ein bisschen sehr dunkel. So. Und ja, springen. Ach so, ups. SV. Allow. Ich dachte, das wurde auch mit deaktiviert. Warum nicht? Rouch. Schreib ich an hier. So, bitte auch deaktivieren. So, jetzt ist Springen immer noch erlaubt. Aber was ist denn hier los? Gameplay Options. Ach so, ja. Wenn ich jetzt auf 0 stelle, ist ja die Foul, nicht 0. Das heißt, ich muss manuell deaktivieren. So, Freelock ist ja praktisch schon aus, ne? Ist ja, haben wir ja. So, jetzt können wir wieder springen und noch kriechen. Nicht, dass ich hier aus Versehen in alte Gewohnheiten verfalle und versuche zu springen oder zu kriechen. Das wäre ganz schön armselig. So, jetzt haben wir erstmal alles, was wir hier brauchen und dann können wir praktisch direkt in den nächsten Map gehen. So. Ich bin mal echt gespannt, wie lange wir für die ganze Karte brauchen werden. Wie gesagt, die erste Episode wird relativ schnell vergehen. Aber sei doch nur die erste. Komm, lass mich hoch. So, hier haben wir alles. Na komm, komm. Und ja, ich werde nicht alle Secrets mitnehmen, sondern nur die, die ich auch so privat immer benutze. Das hier zum Beispiel, meine schöne Minigun, meine Gatling Gun oder wie auch immer man ihn nennen möchte, ist mir sowas von egal. Tschüss, ihr Armleuchter. So, haben wir alles? Haben wir alles. Na dann, ab nach Hause. Siehst du, bei der Map hier habe ich zum Beispiel jetzt den Herzwing ausgelassen.
Ja. Na komm her. Was? Daneben? Sag mal, habe ich. Ist Auto-Aim aktiviert oder was? Oder. Bin ich gerade einfach nur so dumm? Smart Auto-Aim ist aus. Und Allow Auto-Aim. Na gut, das Problem ist, wenn ich jetzt das deaktiviere, deaktiviert er damit auch das nach oben und unten schießen, weil das brauchen wir ja. Ich lasse das mal aktiv, keine Ahnung, was das ist. Aber dieses Smart Auto Aim ist raus, ne? Smart, 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 smart. Achso, ganz oben. Ja, genau, das ist aus. Ja, ist ja gut jetzt. Stirb halt. I see you. Okay, ist nicht verletzt, ist noch jemand? So, alle weg. Dass die immer genau vor mir schießen können. Alter, der ist recht lang an mir. Wow. Was tue ich hier gerade? Ich bin gerade sowas von schlecht. Muss mich mal ein bisschen mehr konzentrieren. Alter, was ist denn hier los? Ich sag ja, das Waffenhandling ist hier komplett anders, als ich das von Bootloom gewohnt bin. Da muss ich echt ein bisschen aufpassen. Leck mich doch. Was? Oh. Oh ja. Boah, ist so dunkel. Okay, wir haben blaue Karte. Brauchen wir noch mehr? Nee, ne? Ich glaube, wir können gleich raus. Pack auf. Ich wollte gerade doch die gelbe Karte holen, aber ganz ehrlich, ist mir gerade sowas von irrelevant. Ich meine, die Aufnahme wird doch garantiert so schon lang genug. Also eine Stunde werden wir garantiert mindestens brauchen für die ganze Kacke hier. Die Frage ist halt, wie viel mehr. What? Alter, die Scheiße echt gegen mich gepresst. Wichser, Alter. Stirb halt. Oh Mann, ey. Und ja, im Vanilla Doom kann man die Fässer nicht bewegen. Ne? Da sind sie also praktisch wie blockierende Objekte, die einfach in der Gegend rumstehen. Darf man nicht vergessen, ist ab und zu mal vielleicht ein bisschen blöd. So, haben wir noch irgendwo. Wir haben hier vorne noch eine Rüstung, ne? Das muss reichen. Danke. Ja, das hier bringt uns alles gar nichts, weil da oben brauchen wir einen gelben Key. Von daher lasse ich das doch einfach mal alles.
So. Aha, jetzt kommt schon eine etwas stärkere, nicht stärkere, schwerere Map. Das lasse ich erstmal alles da. Munitionstätig sind wir gerade relativ voll. Finde ich ganz geil. So, jetzt will ich gerne mal was probieren. Und zwar, wenn wir jetzt hier machen mit Auto-Aim deaktivieren. Gucken, ob wir jetzt praktisch auch dieses automatische Hochrunter, was ja Vanilla Doom ist, auch mit deaktivieren. Ja! Geil, es bleibt tatsächlich vorhanden. Cool, dann können wir das nämlich. Genauso lassen mit dem Auto-Aim auch aus. Dann haben wir quasi alles, was nicht Vanilla Doom ist, denke ich mal, raus. Wobei dieses Hochrunterziehen ja eigentlich auch Auto-Aim ist, ne? Von daher ist es vielleicht ein bisschen schlecht formuliert, weil, ne? Wenn man sagt Allow Auto-Aim nein, dann meint man damit eigentlich auch das Hochrunter nein. Aber gut, lassen wir das. Boah, Alter. So, hier ist jetzt gerade ein bisschen tricky. So, haben wir nämlich jetzt die Viecher da rausgelassen. So, sehr schön. Blau war da hinten irgendwo. Nein. Hier. Nein! Digga! Ich dachte schon, der schießt jetzt. Na klar, der schießt natürlich wieder. Wichser. So, jetzt kommt hier ein bisschen was Schwierigeres. Bleib eher auf. Bist du gut da. Digga, was ist los? Danke. So muss das laufen. Ein Schuss, alle weg. Die Frage ist, möchte ich das hier machen? Die Sache ist nämlich, der Raketenwerfer bei dem einen Secret, ne? Da oben ist ja, da ist ja dieses eine Secret, wo es den Raketenwerfer gibt. Ich lasse ihn aber mal tatsächlich einfach mal da sein. In der Hoffnung, dass ich das nicht bereuen werde. Ich weiß aber offen gesagt nicht wirklich, ob ich das bereuen werde oder nicht. Fuck off, ich hol ihn. Ich kauf ihn mir. Haben wir nämlich hier auch schon die ganze Rocket-Munition. So. Ja, Hazard Suit gibt es leider nicht in Ultimate. In Ultimate Doom. In Ultraviolence. Von daher mussten wir es einfach mal so durchlaufen. So, da haben wir hier schon den Rocket Launcher. Gefällt mir ganz gut. Und jetzt haben wir hier nämlich nochmal ein bisschen Health Pack. Health Pack also. Hier 100% Leben. Ist auch ganz geil. So gehen wir lang. Das ist falsch. So, und so können wir jetzt hier laufen. Ich schätze mal, das ist so ganz in Ordnung. Was? Alter, ernsthaft, was war das denn gerade? So, damit sind wir jetzt bei einer der schwersten Maps.
von der ersten Episode. Ja klar, und er trifft mich natürlich wieder sofort. Arschloch. Ich hasse dich, deine gesamte Brut, alle die du kennst, wie gesagt. So, jetzt ihr herkommen. Hallo? Geht doch. So. Alter, ist das hier dunkel? Naja, da merkt man mal, wie scheiße dunkel Vanilla Doom war. Und nein, das war nicht deswegen, weil die Leute früher Dunkelheit gemocht haben, sondern es war ganz einfach technisch begründet. Früher hat man auch auf Röhrenbildschirmen gespielt. Und Röhrenbildschirme waren von der Helligkeit wesentlich heller als heutige LCD-Bildschirme. Und aufgrund dessen sind halt Spiele, die halt für die damalige Zeit für Röhrenbildschirme optimiert sind, ich renne einfach mal hin, natürlich aus heutiger Sicht viel zu dunkel. Siehst du, jetzt auch einen Rocket Launcher gehabt. Ach, leck mich doch. Ja, von daher muss man da halt heute ein bisschen nachhelfen, was natürlich kein Problem ist, weil er halt vanillamäßig auch schon Gamma-Korrektur hat. Ist ja standardmäßig auf der F11-Taste. Warum ist der alle tot? Ich meine, ich habe es bei mir ein bisschen umbelegt, ne? Bei mir ist die F11-Taste das Menü, die Konsole. Die gibt es ja bei Vanilla Doom nicht. Was? Stück doch mal bitte. So, und jetzt ist nämlich hier. Ab hier wird nämlich jetzt scheiße. Da freut mich schon drauf. Wow, wow. Wow, nicht gut, nicht gut. Oh, warum? Warum gibt es so viele Imps? Nicht Imp, sondern hier die Dinger. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Rennen wir einfach durch? Ich sag ja. Hä? Jetzt bin ich kurz komplett falsch. Was will ich überhaupt? Hä, war das überhaupt richtig? Doch, ich muss hier den Schalter drücken. Klar, damit die eine Tür aufgeht. War also richtig. Ich habe mich halt nur gerade ein bisschen ablenken lassen. Tschüss! Digga, ich komme hier krass vor wie so ein Speedrunner. Aber, ich meine, ganz Speedrunner bin ich natürlich nicht, weil ich achte natürlich nicht auf jede Sekunde. Aber ich nehme schon einen Weg, wo ich denke, dass er kurz ist. Und ein paar Secrets werde ich natürlich auch mitnehmen. Nein! Zum Beispiel das Secret hier. Ja, nochmal schön alles hier aufstocken. Oh, Alter, das wird jetzt richtig scheiße dunkel. Ja, solche Maps habe ich früher tatsächlich hier mitgespielt. Mit der Automap, da bin ich blind lang gelaufen. Nächste apropos kann man auch noch machen, die Automap ein bisschen anpassen und zwar. Nein, nicht Gameplay. Automap, Map Color, Traditional Doom. So, jetzt haben wir hier original, so wie das früher aus. Und ich sterbe schon wieder. Alter, man sieht einfach kaum was. Ich meine, wenn man weiß, dass hier drin Imps sind, dann kann man auch so spielen, wie ich das gerne mache, dass ich praktisch einfach warte und gucke, aus welcher Richtung wird geschossen. Ne? Weil da kann man immer noch ausweichen und weiß aber, wo die Gegner stehen. Das Problem ist, das geht halt nur so wie hier, wenn nur Imps da sind. Wenn aber auch Shotgunner mit bei sind oder andere Hitrunner, dann ist das natürlich ein bisschen gefährlicher, weil dann bist du halt auch relativ schnell mal tot. Wenn du wartest, bis auf dich geschossen wird. So, und jetzt kommt auch wieder schon ein schwerer Teil. Und ich weiß nicht, ob wir das hier schaffen werden. Ich speichere mal vorher. Ja, war klar, leck mir am Arsch. Gibt es noch mehr oder was? Nee. Arschlöcher.
Ich sehe nichts! Fuck, ich hab mich komplett verlaufen. Der eine Fass hat mich komplett ein bisschen irritiert. Geht doch. Lala. Gut, das sieht auch nicht ganz vanilla aus. Kann man das einstellen? Lass ich jetzt einfach mal. Weil, dass es so grün ist, ist definitiv nicht vanilla. Normalerweise wird einfach die Helligkeit erhöht. Heißt also, es wird so getan, als wenn alle Räume ganz hell wären. Stirb halt. Was tue ich hier gerade? Alter, ich bin gerade so dumm. Ja, ich kann sterben. Okay, das wird so also nichts. Diese ganzen... Oh, hallo? Schieß du mal. Nein, lass mich raus hier. Oh, jetzt ist die Tür wieder zugegangen. Gott, was tue ich hier gerade? Kommen die nicht raus oder was? Na klar, kommen die raus. Na klar, von beiden Seiten. Was mache ich hier gerade? Ich will sterben. Ich sag's ja, die Map hier ist ein bisschen. Ne? Hier darf ich das tatsächlich einfach alle nach und nach abfertigen. Alles andere ist hier einfach dumm. Ich hasse die Imps. Nicht die Imps, sondern hier. Mann! Ich vergesse mal, wie die heißen hier. Pinkies. Gott, ist ja noch einer. Ja, der stirbt halt. Die Gamer hat gerade schon hart auf den Sack. Ah ja, halbe Stunde spielen wir schon. Ich meine, ist doch schon die vorletzte. Also die zwei Maps kommen, glaube ich, noch. Ja, genau, zwei Maps. Ne, drei Maps kommen noch. Okay. So, die Map hier ist eigentlich relativ easy, wenn man weiß, wonach man ausschalten muss. Kommen wir noch nicht rein. Oh, genau. Hier, jetzt geht nämlich die Tür zu. Und jetzt können wir warten, bis die Tür wieder aufgeht. Dauert leider immer ein bisschen. Der absolute Albtraum für Speedrunner. Na komm, geh wieder auf. So, und jetzt, weil das Ding auf ist. Thanks. Und jetzt können wir nämlich alle schon rauslocken. Beziehungsweise brauchen wir auch gar nicht. Wir können einfach hier draußen weitermachen. Und in der Zeit, wo wir draußen weitermachen, kommen die jetzt nämlich alle raus. Was? Alter. Ich treffe Scheiß. Da kann ich ja gleich bei der hier bleiben. Andererseits sind die auch gerade ein bisschen egal. Dankeschön. Dankeschön. Ich bin ein Dankeschön.
So. Haben wir jetzt hier alles mitgenommen? Ja, aber. So, jetzt können wir hier schön ausrollen. Und ja, es lohnt sich tatsächlich hier aufzuräumen. Da kann man nämlich hier die ganze Munition einsammeln, die überall rumliegt. Es liegt nämlich erstaunlich viel Munition jetzt hier rum. Da. Ne? Kann man schön hier seine Haushaltskasse ein bisschen auffüllen. So. Okay. Hier bei uns immer noch nachschießen muss, ey. So, Feierabend, weg. So, jetzt geht's in die Richtung hier weiter. So. Was? Oh, meine Unsichtbarkeit ist wieder raus. Ja, wir werden nicht da reingehen, in diese blaue Tür. Es geht nämlich noch wesentlich kürzer. Also, wenn ich jetzt mal hier reingehe. Oh, nein! Ich hab's. Fuck. So, was haben wir hier? Jetzt haben wir nämlich den gelben Key. Und da brauchen wir nämlich mit dem ganzen blauen Dingsabprozenten nicht abtun. Okay, das hier geht nicht auf, das geht erst später auf, wenn man da drin irgendwas macht. Das lassen wir also einfach mal getrost. Und können jetzt praktisch schon direkt hier rein. Alter, es ist so scheiße dunkel drinne gerade. Boah. So, dann tun wir mal hier ein bisschen. Nee, nicht gut. Wow. Na komm. Na komm. Stirb halt. God damn it. So, damit kommen wir zum Ende der vorletzten Map. Ja, der vorletzten Map. Wir haben gerade noch eine halbe Stunde gespielt. Dann kommt jetzt gleich eine sehr verwinkelte Map. Oh, haben wir alle. Nein! Man, ich wollte gleich das Fach hochbringen. So, und jetzt natürlich der Rocket Launcher ganz wichtig. Und zwar nicht hier reingehen und den Schalter drücken, sondern erstmal nur reingehen. Damit hat er nämlich Falle 1 ausgelöst. Und jetzt den Schalter drücken und da kommen nämlich die ganzen Pinkies raus. Hallo. Oh, ich glaube, das war eine Rakete zu wenig. Aber egal, es sieht tatsächlich relativ gut aus. Ja, doch, sieht gut aus. Hä? Der stuck da hinten fest, ich glaub das nicht. So, dann wir haben tatsächlich alles geschafft, ohne zu viel Schaden zu bekommen. Nice. Genau. Das ist nämlich hier der Raum, die hier verkacke ich immer. Also,
Normalerweise muss ich ihn mindestens einmal neu laden, aber diesmal tatsächlich wunderbar geklappt. Nicey dicey. Ha. So, damit sind wir schon in der vorletzten Map. Ja. Eine sehr schwere Map. Ne? Die letzten. Okay, besser, die vorletzten beiden, also die vorvorletzte und die vorletzte Map, sind tatsächlich die schwersten. Naja, ich meine, jeder hat so seine eigene, aber die sind halt, die dauern halt am längsten. Keine Ahnung, gefühlt. Es ist natürlich alles objektiv. So, erstmal alle rauslocken hier. So, wir haben den Yellow Key. Ach, da hinten. Alter. Mädel. Ach, leck mich. Ich geh noch auf. Hier, ich mache noch mal ein bisschen heller. Sonst seht ihr nichts, sonst sehe ich nichts. Das ist ja hier. Ja, das sieht so schon besser aus. So sieht das eher nach dem aus, was ich in Erinnerung habe. Kann aber auch sein, dass wir letzte Zeit zu viel Brutalum gespielt haben und deswegen die falschen Werte in Erinnerung habe. Das lassen wir hoch. Ja. Du bist leider stark. So, und ich nehme jetzt mal doch das Secret hier vor. Alter. Hat mich echt gerade noch getroffen hier. So, ich muss in die Richtung. Nein. So, einmal hier lang, haben wir ein bisschen Health. Dann einmal hier lang, haben wir ein bisschen Rüstung. Und da sieht die Welt doch schon gleich wieder viel besser aus. Vor allem, wenn ich das hier noch nehme. So, haben wir gleich alles, was ich brauche. Und damit ist die Map quasi schon abgeschlossen. Jetzt können wir direkt hier in die blaue Tür reingehen. Die ganzen Gegner hier alle ignorieren, die hier gerade kommen. Alter, das war gerade ein bisschen unglücklich. Oh.
Also siehst du, was ich noch machen wollte? Den Sound-Emulationschip ändern. Der klingt absolut scheiße. Vor allem das Lied hier, das... Ich weiß nicht, ob man es raushört, diesen kleinen Lied, dieses... Das klingt bei dem Team EDT voll scheiße. Deswegen mach ich mal lieber hier... genau den hier. Der ist, glaube ich, ein bisschen leiser. Der ist ja viel leiser. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ach, nee, ich hab den bei mir nur wieder. So. Okay, ich kann mal gucken. Okay, ist gut so. Nee, weil dieser OPL sind. Simulator kennt mich tatsächlich am besten. Einfach weil das kann. Wow, 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 wow. So, und damit sind wir in der letzten Map. Woohoo! Oh mein Gott. Diese Map, die wird kacke. Die wird geil. Nein, schießt du fast. Geht doch. So. Oh, diese Musik. Aber es gibt doch ein viel besseres Lied. Ich weiß nicht mehr, in welcher Map die vorkommt. Aber die Melodie oder das Lied, was ich persönlich am besten finde, ist. Quick Save. Das, was für Ultimate Doom in der ersten Map verwendet wird. Das hier. Das ist die sogar. Ja, eben sag ich doch. Ne, ist sie nicht. Oder? Klingt auf jeden Fall beides gut. Also sowohl die als auch die Musik, die wir gerade eben hatten. Ah, klingt geil. Vor allem im OPL sind. Doch, ist die gleiche, sag ich. Meine Gott, Alter. Jedes Mal, wenn ich diese Melodie. Also jedes Mal, wenn ich in der Map bin, denke ich, das ist eine andere, aber das ist doch die gleiche. Wie jetzt? F9. Genau. Ja. Ja, komm, nehmen wir. Und wie gesagt, die Musik ist ultra geil. Sowieso die Doom-Musik ist geil, aber das Lied besonders. Ja, was jetzt kommt, wird nicht schön. Aua! Ich korrigiere, okay, also mit Rocket Launcher ist es doch wesentlich einfacher. Lol. Warum ist das jetzt so leicht? Und warum früher nicht? Boah. Ganz schön laut. Ja, hier gibt es ansonsten nichts mehr zu tun. Das ist jetzt das Ende. Und jetzt werden wir Folgendes tun. Man kann da reingehen und sterben. Und wenn man stirbt, beendet man damit automatisch die erste Episode.
Also quasi genau das, was wir wollen. Aber wir wollen ja nicht einfach beenden. Ich kann einfach mal reingehen. Wird laut. Siehst du, 1% Leben und damit haben wir die Map verlassen. Das wollen wir aber nicht, sondern wir wollen ja seamless übergehen in die nächste Episode. Das heißt, ja, ich werde hier an der Stelle genau das machen, was ich gesagt habe. Change Map und damit gehen wir in die zweite Episode. Und zwar genau so, wie wir jetzt gerade sind. Tada! Bam! Sprich also, wir haben es genauso wie bei Doom 2 damals, dass das gesamte Doom komplett durchgelaufen wird und nicht, dass wir bei jeder Episode komplett neu anfangen. Ist ja an sich auch verständlich, weil, ich meine, gut, okay, ja, kann man sich drüber streiten. Ich mache es immer so, wer was dagegen hat, ihr könnt ja gerne zu mir nach Hause kommen. Dann mache ich Kaffee und Kuchen. Gut, okay, in dem Sinne, würde ich mal sagen, das war's. Ich weiß nicht, wie lange die Aufnahme geworden ist, aber 5 GB. Ne, eine Dreiviertelstunde gerade mal. Ja, tatsächlich. Wie gesagt, die erste Episode ist natürlich relativ kurz. Die zweite und dritte werden jeweils etwas länger, aber nicht so viel anspruchsvoller, sag ich jetzt mal. Aber spätestens die vierte Episode, die wird dann richtig reinhauen. Und vor allen Dingen Doom Sigil. Ich habe es bisher nur einmal durchgespielt, zusammen mit euch im Let's Play. Von daher weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, was überhaupt alles vorkommt. Aber so allein aus dem Gefühl raus würde ich mal sagen, ja, dürfte schwer werden. Ja, von daher würde ich mal sagen, für heute erstmal schauen wir es vor. Und dann sehen wir mal weiter. Ja. Tschüss.